Au, verdammt. Au. Fred Wilkes. Verdammt. Ich brauche Munition fürs Assault Rifle. Ich weiß, ich sollte bestürzter sein, aber wir haben in letzter Zeit schon so viele Tote gesehen. Ich kann einfach nur noch seufzen. Dann können wir das ein bisschen reparieren. Sind dir denn noch irgendwelche Ameisen übrig? Ich hoffe ja mal nicht. Ah, der arme Brian. Oh, Pilot Light. Brauchen wir das nicht für unser besonderes Dings? Wir haben schon wieder Durst, ja? Oh, wie wär's da mit einer eisgekühlten Coca-Cola? Ich glaube, die können wir jetzt gerade brauchen. Warum nicht gleich zwei? Ah, da oben ist vielleicht noch irgendwas. Wer weiß. Nee, oh, hier könnte was drin sein. Zigaretten können wir wenigstens verkaufen. Ein paar Dartpfeile. Teddybär. Ich weiß nicht, ob Brian den Teddybär noch haben will. Bisschen Pulver, aber auch keine richtige Munition, verdammt. Und ich würde sagen, checken wir zumindest noch das Haus gegenüber. Und dann sagen wir Brian Bescheid. Für ein Radio. Ansonsten ist es verdammt still hier drinnen. Das erfüllt mich nicht gerade mit Zuversicht. Wo ist dieses verdammte Radio? Danke. Wie Brandis Terminal, hä? Huh? Was könnte es denn sein? Slaves? Nope. Blast kann es nicht sein. Wonder könnte es sein. Na, überhaupt nicht. Weekend kann es dann nicht sein. Second könnte es sein? Ach, verdammt. Wisst ihr was? Schauen wir uns erstmal um. Vielleicht hat er ja ein Passwort irgendwo liegen. Bisschen Licht schadet natürlich auch nicht. Verdammt. Vielleicht liegt hier auch irgendwo ein Schlüssel herum. Au. Baseballschläger. Ist schon mal ein guter Anfang. Wir haben unseren jetzt ja dann doch ein bisschen abgenutzt. Wobei der noch in ziemlich gutem Zustand ist, muss ich sagen. Der nutzt sich gar nicht so schnell ab. Ich glaube, unser Reparierskill, an dem liegt auch zumindest... Aha, interessant. Zumindest ein Stück weit, wie lang unsere Waffen brauchen. Um sich abzunutzen, eine Weiterhacke und reparieren zu skillen. Aber ich glaube, da gibt es für alles gute Gründe. Chinesische Pistole haben wir hier noch? Ne, haben wir schon eingelagert, also können wir hier damit gerade auch nichts reparieren. Okay, ich glaube, ich kann aufhören zu schleichen. Hier sind eindeutig keine Ameisen. Ansonsten ist hier... Aha, fast übersehen. Das wäre schlecht gewesen. Momentan können wir jedes Stimpack super brauchen. Und ein super Stimpack? Hey, da sage ich definitiv nicht nein. Hier haben wir schon geschaut. Kann man es mal doch nochmal versuchen. Oder ist dahinter irgendwas oder so? Den Tisch haben wir, glaube ich, schon durchschaut, oder? Ja. Oh, oh, was haben wir denn hier? Ah, ich... Ernsthaft? Ich stecke... Ah, gut, ich dachte schon, ich stecke fest. Hier, schaut mal, zum Beispiel noch eine Granate. Wer sagt's denn? Wieso hat er hier Granaten rumliegen, meine Güte? Vielleicht verhält uns das Terminal ja ein bisschen mehr. Psycho. Attent. Oh, das fängt ja super an. Matter. Könnte es theoretisch sein... Ach, komm schon. Showed. Static? Nope. Spared? Kann's auch nicht sein. Oh, ich bin so schlecht in den Dingen. Zielt? Kann's nicht sein.
Melted könnte es theoretisch sein. Oh, das sieht doch schon besser aus. Weaken? Nope. Oder wobei, 1, 2, nee. Das ist definitiv nicht. Listen? Nope. Tested vielleicht? Ha. Geht doch. 17.06.2200. Oh nein. Die gehen von unten nach oben, oder? Ja. 2.10.2276. I finally found a quiet place for my family. We've been running from one settlement to the next, just trying to keep out of sight. Now that I'm on the other coast, I feel much safer. The family across the way from us seems pretty decent. The kid, Brian, likes to play with my son, which is great. It's hard for Will to make friends because we haven't stayed in one place long enough. Maybe we can finally put down some roots here in Greyditch. 30.10. I was scavenging some of the nearby buildings for junk to sell and came across a working radio. No sooner did I turn it on than I heard the familiar patriotic anthems they used to play whenever Richardson would give a speech. But this was different. Who the hell is President Eden? When did that happen? Are they on this coast too? Most importantly, will they come looking for me? I hope this journey wasn't a huge mistake. 15.11. Some scientist named Lesko moved in with the Wilk family across the street. They are helping him make some sort of a structure on the old lot near the diner. Lesko offered to pay me cabs if I help, but I declined. I don't know who he's working for, but I don't think they're still looking for me. Our supplies are running low, and I need to begin foraging for food and some better drinking water. I'd have an easier time if it wasn't for the damn ants. I swear they have a nest around here somewhere. 24.02.2277. These ants are becoming a real pain in the ass. So much so that I had to take a trip to Megaton and buy a better gun to protect my family. It cost me a small fortune. I had to trade every bit of ant meat I had collected, but it was worth it. I'm teaching Frank and Sheila to use it just in case something happens to me. If one of you two are reading this and I'm gone, I keep the gun in the kitchen behind the old fridge. Da haben wir eine Toolbox gefunden, aber eine Knarre? Müssen wir übersehen haben. 2.4. I'm going to have to find a better way to protect Sheila and Will from those ants. Ever since Lesko came to town, I'm certain they're getting more and more aggressive. Wasteland ants are bad enough, but at least you can run away from them. These would seem to purchase you to the ends of the earth if they could. Call me crazy, but I swear I saw one start a fire the other day. I don't know how this could be happening. I've decided to dig up my old sidearm and keep it hidden on me at all times. If those things get too close, I blast the antenna right off their ugly heads. 17.06. I can't believe I went through all that trouble to leave Navarro and make my way across the country just to get stuck in this shithole. I'll be damned if I'm going to die here. Now that we are cut off from Lesko and Wilkes, I think we are on our own. The damn ants keep trying to find a way to get inside the house. Even as I'm typing this, I can hear them scraping the walls looking for a way through. I don't know how much longer we can last. Oh je, oh je, oh je. Anscheinend sind die Ameisenanfälle schlimmer geworden, seitdem dieser Doktor hier ist, dieser Wissenschaftler, was auch immer. Bald sollten wir uns definitiv mal seine Hütte angucken. Und hier soll eine Gnade sein. Hier ist aber nur eine Toolbox. Oder hat er damit die chinesische Pistole gemeint, die da drin ist? Wahrscheinlich hat er die chinesische Pistole gemeint, oder? Und vergisst, was ich gesagt habe. Ich kann einfach nicht widerstehen. Jetzt hoffen wir, dass wir das auch aufbekommen. Ah, verdammt. Na, komm schon. Danke. Oh. Ein Missile Launcher. Na, da schau her. Haben wir hier noch? Ja, wir haben noch frei. Ich
Schauen wir mal auf die 7. Wir haben sogar 5 Missiles. Naja. Wenn alle anderen Optionen versagen, wer weiß. Erstmal aber wieder zurück zu unserem Hunting Rifle. Die Schrot haben wir natürlich auch noch, aber ganz ehrlich, und damit die wirkungsvoll ist, müssten wir, glaube ich, ziemlich nah an die Ameisen ran. Und da kann ich sie auch gleich mit dem Baseballschläger bearbeiten. Das werden ja wirklich immer mehr, meine Güte. Da hinten sieht unser Pippa auch noch ein Signal. Ah, verdammt. Verdammt. Geh aus dem Schleichmodus raus, verdammt. Oh, okay, die Krieger halten dann doch noch mal einiges mehr aus. Puh. Aber scheint irgendwie weniger Erfahrungspunkte zu geben, wenn ich das richtig sehe. Hm. Andererseits hat dieser Imba-Roboter uns auch nur 3 Erfahrungspunkte gegeben, also. Ah. Ah, Brian. Anyone out there? Hello? Ich habe leider keine guten Neuigkeiten. Hey, you're back. Any word? Any news? Keine guten. Come on, tell me already. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Oh no. What happened? Es tut mir leid, aber dein Vater ist tot. He's dead? I guess I already knew. Besides, I'm too tired to cry anymore. Ich kann deinen Vater nicht zurückbringen, Junge. Aber ich kann versuchen, die Infestation hier aufzuhalten. Zumindest das kann ich versprechen. You gotta stop it, so this can't happen to anyone else's family ever again. I wish I had met you a long time ago. And then maybe my dad would still be alive. Thanks for doing all this. I'm feeling better now that you're here. Gerade seine Familie feiern oder zumindest sein Vater, sein Zuhause, alles. Aber denk trotzdem an andere Familien. Ich konnte deinen Vater nicht kennenlernen, aber er scheint dich sehr gut erzogen zu haben. Be careful, or those things might get you. Wobei natürlich Erziehung auch nur bis zu einem gewissen Grad hilft. Ist einfach ein sehr anständiges Kind. Okay, dann würde ich sagen, nächster Halt. Doc, was auch immer. Lesko war es, glaube ich. Okay, er hat angeblich einen Roboter dabei. Hat Wilsk angedeutet. Und der Doktor ist nicht hier und der Roboter auch nicht. Okay. Naja. Vielleicht finden wir trotzdem irgendwelche Hinweise. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Dartpfeile. Aber hey. Das hier kann man nicht verwenden. Ohne Doctor's Bag, sehr nice. Dr. Lesko's Password Recording. Okay. This could be the fifth time I've forgotten the code to my desktop terminal. I really must learn to be more organized. The password for my terminal is Formicidae. How hard could that be for me to remember? Note to self. Destroy this holotape as soon as move to new lab is complete. Oh. Das war hilfreich. Huch. Nicht auf den Stuhl steigen, aha. Activate Science Robot? Ja, der ist gerade nicht da. Science Robot Command Import? Der ist nicht da. Persönliche Notizen, okay. Danger, Sample Location discovered and where did I go wrong? Ich habe keine Ahnung von... Fangen wir von unten an, das hat gerade auch funktioniert. I realize the dangers involved in tampering with nature. I've heard their rhetoric and their hoopla about playing God. However, I'm determined to reduce these poor things back to their original state, when they were harmless. Only through genetic recording is this possible. All that is needed is a proper test subject. My search continues as I tweak the formula. Okay, ich glaube, wir wissen, wo die Ameisen herkommen.
Sample location discovered. I found the perfect specimen for my experiments inside Marigold Station. I have set up shop underground. Wir müssen in die U-Bahn. Naja, für Brian. For now, while I prepare the experiment. All I need is a bit of last-minute programming on my robot, and it will be ready to perform the delicate injections. Soon I will prove to everyone that my formula is a viable alternative to the destruction of these misunderstood beings. Where did I go wrong? Batch A27 is a complete failure. I must return to my original formulas and begin the process all over again. Perhaps the pressure of working in these conditions without proper laboratory equipment is to blame. Perhaps I simply didn't splice the correct genetic instructions, or perhaps I am fatigued. Whatever the case may be, A27 is proving to be a disaster. I must introduce a new formula soon, or I may not be alive to see my hypothesis come to fruition. Ah, alles klar. Doktor, eigentlich hatte was Gutes vor, wollte die Riesenameisen wieder schrumpfen lassen, ihre Mutationen rückgängig machen und irgendwie sind sie aggressiv geworden und haben angefangen Feuer zu speien. Wie auch immer er das hinbekommen hat. Anscheinend ist der Anfang in der U-Bahn-Station. Natürlich ist der Anfang in der U-Bahn-Station. Wo auch sonst. Gut, ich nehme an, es könnte diesen ameisten verseuchten Gebäude dort oben sein, aber das wäre wenigstens nicht unterirdisch. Meine Güte. Wenn mein Pip-Boy mir nicht helfen würde, dann könntet ihr euch echt gut anschleichen. Je. Marigold Station. Ich glaube nicht, dass uns Schleichen hier helfen wird. Lass uns den Base... Wobei. Wir können zumindest die Schrot mal ausprobieren. Naja. Macht relativ viel Schaden, braucht aber ewig lang zum Nachladen. Und die Genauigkeit ist auch eher meh. Okay, wenn ich aus der Nähe direkt in den Kopf treffe, ist das effektiv, aber das ist nicht ganz so einfach hinzubekommen. Wir brauchen natürlich schon wieder ein Stimpack. Duct Tape und Powder, sehr, sehr gut. Vielleicht haben wir langsam auch genug Komponenten, um selber Munition herzustellen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Eine Minenbox, nice. Hier Fragmines, warum nicht? Aber ganz ehrlich, Munition wäre mir lieber. Noch ein Level Up, hey, das geht ja gerade richtig voran. 10 Punkte in ganz. Die anderen 5. Schleichen wäre eigentlich langsam mal nützlicher. Sagen wir nochmal 5 in Melee Weapons auf, die wir sie einsetzen. Ansonsten Level 9. Diesmal nehmen wir Strong Bag. Und dann speichern wir natürlich. Die Auswahl ging diesmal deutlich schneller, wenn man weiß, was man will. Noch mehr Minen, eigentlich sehr gut. Vielleicht schaffen wir es ja, die irgendwie geschickt gegen die Ameisen einzusetzen. Und wenn nicht, dann sollten wir uns zumindest ein paar Kronkorken einbringen. Na, ich glaube, Schleichen ist alles andere als effektiv. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Oh, verdammt. Hier ist auch noch, hier war ein Gasleck. Natürlich der schlechteste Ort, um Schüsse abzufeuern. Aber andererseits, mit dem ihren Feuer hätten die das so oder so gemacht. Oh meine Güte, ich sehe gar nichts. Wo bist du? Okay.
Wir müssen mit der Schrotzona hin. Und wenn die dann anfangen, Feuer zu speien und zu mehreren sind. Ganz schlechte Idee. Jetzt müssen wir schon wieder 3 Stimpaks verbraten. Ah, wir haben nicht mehr viele. Die sind so verdammt teuer. Die kosten momentan beim Doktor über 100 Stück. Das heißt, wir verbraten hier bei jeder solchen Aktion, wenn man sie kaufen würde, so knapp 300 Kronkorken. Wollen wir jetzt ja gar nicht denken. Okay, viel wert. Ah, ja, Winne. Sehr gut. Das sind wieder 3 Stimpaks. Okay, damit sind wir, hat sich doch ein bisschen gelohnt. Wenigstens finden wir hier hin und wieder ein paar. Oh, Lawnmower Blade. Moment. Haben wir das nicht? Dr. Leskos Note, ja, haben wir gelesen. Schematics. Wo hatten wir es denn? Shishkebug. Lawnmower Blade. Wir haben ein Pilot Light. Lawnmower Blade jetzt. Sehr gut. Brauchen wir nur noch Motorcycle Gas Tank und Handbrake. Dann nehmen wir das doch gleich mal. Oh, gut. Hier wäre direkt ein Lawnmower. Wenn man es mal findet, dann gleich 1000 Sachen auf einmal, ha? Oh. Noch Granaten. Sehr gut. Aber aus irgendeinem Grund kann ich hier... Ah! Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, warum davor nicht wollte. Aber hey. Oh Gott. Wie verwinkelt ist das hier denn bitte? Ach du Heilige. Na, großartig. Und ich habe schon wieder Durst und Hunger. Trink lieber erst das... Na, wobei, ich sollte erst das Purified Water trinken. Ich meine, das andere können wir ja dann sowieso dingsen. Aber ganz ehrlich, immerhin können wir uns in der Wohnung jetzt von der Radioaktivität befreien lassen. Das heißt, solange wir nicht mega durch radioaktiv verstrahlte Zonen gehen, sind wir da auch ein bisschen... sagen wir mal... sicherer. Ja, welche Richtung zuerst gehen wir erstmal in die Richtung hier, weil die scheinen zusammenzufügen. Dann erwarten uns vielleicht von hinten zumindest keine bösen Überraschungen. Nein, hier sind noch mehr von diesen verdammten Viechern. Über uns gerade, aber trotzdem. Ich glaube, wenn es nur eins auf einmal ist und wir richtig schießen, dann sollte es eigentlich gehen. Vor allem bei den Kleinen hier. Don't. Ja, das geht doch schon deutlich besser. Auch wenn es munitionstechnisch natürlich auch hier allmählich ziemlich schlecht aussieht. Na, leer. Coffee Mug und eine Cherry Bomben. Besser als nichts, aber nicht wirklich das, was wir suchen. Ja, genau, von hier kommen wir. Damit schließt sich der Kreis. Brauchen doch nur Auto, Heilige. Hallo. Gut. So geht's natürlich auch. Au, bitte. 306er Runden Munition. Sehr schön. Das heißt, wir können vielleicht wieder 2-3 Ameisen mit der Waffe erledigen. Grady's Last Recording. Okay, wer war Grady? War das eine Einwohner? You need to retrieve the package and get it safely to Ronald Lauren in Girdershade. Tell him Grady sent you. To get the package, you'll need the key. I've stashed it inside an old fire hose case in some maintenance closet at Marigold Metro Station. The key will unlock the safe that contains the package. Look for the room marked by a spinning light. You can't miss it. Good luck. And hopefully, they won't find you too. Okay. Was auch immer das heißen sollte, aber wir werden mal die Augen offen halten. Scheint ja wichtig zu sein, wenn er in seinen letzten Moment für seinen Fall seines Todes extra was aufzeichnet. So, was sagt denn unsere Karte? 3 mögliche Richtungen, so wie das momentan aussieht. Okay, das hier ist nicht wirklich eine Richtung. Also eher... Ah, oh, meine Güte, da rieselt nur Staub vor der Decke. Ich werd hier paranoid wie sonst was. Oh, die Mülltonnen sind alle leer. Oh.
So verzweifelt das auch klingt, was gäbe ich jetzt für gefüllte Mülltonnen? Ja. Wie Butch über mich lachen würde, wenn ich diesen Satz sagen würde. Wobei, anscheinend stehen wir jetzt ja auf Butchs guter Seite, nachdem wir seiner Mutter mehr oder weniger gerettet haben. Nicht, dass uns das jetzt noch irgendwas bringen würde. Okay, Zeiten da. Oh, verdammt! Aufpassen, wo man hinläuft. Aufpassen, wo man hinläuft. Magnum-Munition? Ist das die richtige? Es ist nicht die richtige Munition. Verdammt. Aber es ist besser als keine Munition. Na, komm schon. Oh. Also, diese zugesperrten leeren Munitionskisten, ja? Sledgehammer? Nee, danke. Mehr Wasser-Stimpaks. Nehme ich sehr gerne. Das verbindet hier die beiden Gänge. Aber da ist noch ein Viech. Wie stark können wir uns anschleichen? Nicht wirklich stark. Oh, verdammt. Ah, verdammt, das ist die falsche Waffe. Verdammt, braucht er mit dem Nachladen lange. Dabei sehen die sich doch eigentlich gar nicht so ähnlich, oder? Moment, 4, 5, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, die Waffen. Wahrscheinlich habe ich einfach bloß die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Aber immerhin scheint sie keinen Minen zu geben oder irgend sowas. Da ist noch so ein... Ja, wir haben mit ihr hier auch wesentlich bessere Genauigkeit. Das Viech hat sich nämlich noch nicht gesehen. Vielleicht können wir Schleichschaden verursachen. Es müsste sich nur erstmal umdrehen. Komm schon. Ich glaube nicht, dass ein Schuss in den Hintern reicht. Gut, machst du das? Brave Feuerameise. Oh verdammt, da ist noch eine. Ja, ich liebe dieses Gewehr. Wir haben natürlich nur noch eine Munition dafür, aber ich liebe dieses Gewehr. Okay, und wo geht's hier lang? Nach draußen irgendwo? Werfen wir mal einen Blick nach draußen zumindest. Oh, ach du Heilige. Ach du Heilige, weg hier. Oh, verdammt! Oh, ich dachte schon, okay, du bist jemand von der stählernen Bruderschaft. Ich gehe schon wieder. Ja, geh du... folgst du mir? Wolltest du gleich hier draußen mit mir sprechen? Und die sind natürlich Supermutanten. Ich möchte hier wirklich nicht sein. Könntest du bitte? Nein, weißt du was? Hör nicht auf, mir zu folgen. Hier gibt's ein paar hässliche Ameisen. Was machst du da? Irgendwie ist die stählerne Bruderschaft in letzter Zeit dauernd da, um uns das Genick zu retten. Auch... wenn es natürlich letztes Mal damit geendet hat, dass sie auf uns geschossen haben. Nur mal dazu gesagt. Aber solange das diesmal hier nicht wieder passiert, wäre ich für ein bisschen Unterstützung eigentlich ganz dankbar. Solange die Supermutanten von da draußen nicht hineinkommen, meine Güte, vom Regen in die Traufe, ha? So hässlich diese Ameisen auch sind, und so wenig es auch, ich es auch mag, mit Feuer bespielen zu werden, alle mal lieber als Supermutanten. Okay, zeig, was du... Du bist nutzlos, weißt du das? Das hat nicht getroffen, ernsthaft?
Ich muss dringend lernen, besser mit Granaten umzugehen. Meine Güte, das ist ja peinlich. Und ein bisschen heller sollte es hier drinnen auch sein. Also so groß kann es hier drin ja... Okay, hier ist es doch ein bisschen größer als gedacht. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben jetzt fast alles erkundet, aber noch nichts gefunden. Oh. Grady's Firehouse Box. Aha. Hier ist zumindest schon mal der Schlüssel, den wir suchen. Das ist ein Anfang. Ein paar Cherry Bombs. Jet. Alles meins. Leeren Munitionsboxen. Natürlich. Immerhin nicht zugesperrt. Lead, Konduktor, gerne. Hier ein bisschen Material für Munition. Stimpaks, danke. Eine hoffentlich nicht leere Munitionsbox. Ich dachte, wir haben einen Perk genommen, mit dem wir mehr Munition finden. Aber nein, hey, weißt du, was du noch brauchst? Eine leere Munitionskiste. Und weil es ja noch nicht lustig war, da ist noch eine leere Munitionskiste für dich. Ist das nicht super? Nein, ist es nicht. Au. Vorsicht. Wenn hier Feuer gespielt wird, dann brennt alles. Aber vielleicht... Aha. Na komm schon. So setzt man Granaten schon eher ein, würde ich sagen. Ah, das ist noch eins von den Viechern. Stimpaks. Ah je. Na komm her. Ah, nimm das. Turpentine Softshells für Schrotmunition, oder? Für was anderes? Ich weiß es nicht. Metro-Ticket, warum nicht? Wenn ich bezweifle, dass die U-Bahnen hier noch funktionieren, um ehrlich zu sein. Es wird. Du bist immer noch da. Wäre schön, wenn du helfen könntest. Okay, das erste Mitglied der Dunkle Bruderschaft hat uns gerettet. Das zwar die zweiten haben uns gerettet und dann angegriffen. Und der hier geht uns einfach nur creepy schweigend hinterher und macht gar nichts. Ich weiß nicht. Mit euch Leuten von der Bruderschaft geht irgendwas sehr Merkwürdiges vor. Wir haben schon wieder Durst und Hunger, das gibt's ja nicht. Aber ich nehme an, Kämpfen macht hungrig. Was haben wir denn da? Ein bisschen Instamesh? Food-Rationen? Vielleicht noch eine Crunchy Mudfruit? Ja, und dann vielleicht noch eine Nuka-Cola und ein bisschen Wasser hinterher. Meine Güte, wie wir hier doch die Vorräte durchfressen. Aber mit dem ganzen... Wobei, so viel Ameisenfleisch finden wir hier gar nicht. Die haben schon erstaunlich selten Ameisenfleisch dabei. Ha. Ich würde sagen, wir können uns bestimmt viel Essen zubereiten, aber so viel Fleisch ist hier gar nicht. Wow! You startled me. You really mustn't creep up on people like that.